Uhu, und herzlich willkommen zu Gönn dir was, eurer Fancy Beraterin für ganz Europa. Mir ist aufgefallen, in der Katalogtour habe ich euch die Körperpflegeserie unterschlagen. Die habe ich gar nicht vorgestellt. Und zwar, ne? Zwei Dinge haben mich extrem gefreut. Und zwar Vanilla Waves als Handcreme, als Duschgel, da freue ich mich sehr. Als Badesalz und als Seife. Die habe ich aber noch nicht. Die werde ich aber noch bekommen. Ich liebe Vanilla Waves. Ich kann euch mal gerade noch die Duftbeschreibung geben. Meersalz und geschlagener Vanille treffen sich auf leckeres Karamell und bilden eine elegante Verschmelzung der Gegensätze. Krass, der Duft, sage ich schon immer. Ich liebe Vanilla Waves. Was mich aber hier ganz besonders gefreut hat, als ich das entdeckt habe, es steht nicht scharf. Jabby-Type, gibt es als Duschgel? Ja, könnt ihr euch vorstellen, was ich 3 Millionen Mal hier haben muss? Jabby-Type als Duschgel, ja. Nur als Duschgel und sonst nix. Schade, aber immerhin. Da freue ich mich sehr. Juhu. So, worum es aber heute geht, ist dieses Schätzchen hier. Der Reisetwister. Oder in Englisch Travel Twist. So sieht die Verpackung aus. Der kostet 10 Euro. Den haben wir in London bekommen. Das heißt, ich habe ihn getestet für euch. Wir haben ihn in der Duftrichtung Luna bekommen. Ist total hübsch aufgemacht. Ne? Einmal Essenzi. Dann sind hier die Duftrichtungen unter anderem. So, und ihr seht hier einmal dunkelgrau, einmal hellgrau. Hier kann man drehen. Das heißt, hier ist ein Vlies drin mit dem jeweiligen Duft. Und man kennt die Dinger ja. Und man kann hier halt mittels Drehung kann man entscheiden, wie intensiv soll der Duft sein, oder eben nicht. Na, wenn ich volle Power brauche, drehe ich ihn ganz auf. Die sollen 30 Tage halten. Luna hat circa 6 Wochen in meiner Handtasche geduftet. Ich habe den 6 Wochen wahrgenommen, leicht wahrgenommen, weil Luna für mich kaum wahrnehmbar ist. Der ist schwach. Wahrscheinlich aber, weil ich Luna schon, ja, ich ihn wahrscheinlich schon gar nicht mehr wahrnehme. Der ist gedacht für in Sporttaschen, in Handtaschen, in Schränke, in Schuhschränke. Ich werde den mir auch in den Spind legen. Und den gibt es in 5 Duftrichtungen. Black Raspberry Vanilla, Clean Breeze, Cozy Cardigan, Luna und Vanilla Bean Buttercream. Das stelle ich mir extrem toll vor. Was ich mir auch noch extrem gut vorstellen kann, ist den in die Nähe des Windeleimers irgendwie zu platzieren. Ne, oder vielleicht in den Deckel vom Windeleimer, wie auch immer, da gäbe es ja genug Möglichkeiten.
Ich war so happy, dass wir den ausprobieren durften. Und beziehungsweise wir haben ja da auch erst, also in London, von diesem Produkt erfahren. Und mega, mega, mega. Der riecht immer noch. Und das war im Juni. Und wir haben jetzt August. Aber ich muss da halt mit der Nase schon richtig dran gehen. Der ist auch immer noch getränkt. Nee, doch, da könnt ihr das sehen. Na, da ist halt immer noch Öl drin. Ich lasse den weiter noch in meiner Handtasche, obwohl ich nehme den kaum noch wahr, aber das hat halt mit Luna zu tun. Wäre jetzt Clean Breeze oder Vanilla Bean Buttercream, da sähe die Welt anders aus. Ich finde die toll, die Dinger. Das ist nochmal eine andere Möglichkeit, für Duft zu sorgen. Im Auto weiß ich jetzt nicht, ob das stark genug wäre für im Auto, weil das ist ja ein großer Raum. Aber das werde ich testen. Ich werde mir nämlich unter anderem Vanilla Bean Buttercream holen. Und dann werde ich den mal ins Auto legen. Einfach nur, um zu testen, ob der Raum nicht dafür zu groß ist. Für in Handtasche, Sporttaschen, Windeltaschen, Rucksäcke, egal was, super. Kann ich euch wirklich nur empfehlen und ans Herz legen und mal zum Testen. Ja, mega geil. Mehr gibt es zu dem Reisetwister schon gar nicht mehr zu sagen. Was haben Sie hier geschrieben? Ja, perfekt für Reisen oder kleinere Räume wie Kleiderschränke, Schubladen, Sporttaschen, Windeltaschen, Reisetaschen und überall dort, wo Sie einen Duft für unterwegs brauchen. Kein Verschütten, kein Ärger. Hält bis zu 30 Tage. Ja, und das ist ja, ne? Also ich kann ja auch nichts raustropfen, gar nichts, weil das halt, ne? Das ist halt so ein Vlies. Finde ich mega. Finde ich richtig cool. Ich hoffe, das Produkt kommt gut an, dass wir das jetzt für immer im Sortiment haben, weil ich finde den toll. Und da könnt ihr mal glauben, ich habe da Handtaschen voll. In jeder Handtasche. Auf jeden Fall werde ich das in der Umkleide, in meinem Spind ausprobieren und im Auto. Und dann sage ich euch nochmal Bescheid. Das war's schon gewesen. Macht es gut. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen. Danke. Ciao.